Sie haben ja über ein umstrittenes Thema oder auch über ein sehr interessantes Thema gesprochen. Was hat Sie bewegt, hier zur AZK zu kommen und hier zu sprechen? Ich wurde eingeladen und dann habe ich die Einladung angenommen. Aber als ich auch gesehen habe, die unterschiedlichen Verträge, auch die Botschaft, was man durch AZK vermitteln will, nämlich, dass bestimmte Themen, die vielleicht nicht von den Mainstream-Medien besprochen werden, dass hier das angesprochen wird und dass man auch zu Wort kommt und den Menschen auch etwas mitteilen kann. Das ist natürlich eine hervorragende Chance und die nimmt jeder Mensch wahr, der nach Verständigung sucht. Ja. Viele Menschen hier in Europa haben Angst vor einer schleichenden Islamisierung, haben auch Angst einfach vor dem Unbekannten, haben Vorstellungen vom Islam. Worin sehen Sie die größten Schwierigkeiten im gegenseitigen Verständnis zwischen islamgläubigen Menschen und Menschen mit christlich-abendländischem Hintergrund? Dass wir uns nicht kennen. Ganz einfach. Das ist einer der wichtigsten Aspekte. Aber ein zweiter Aspekt ist, dass die Christen, sie sollen ein bisschen christlicher werden. Ich meine, es ist auch ein Problem in einer durch und durch säkularisierten Gesellschaft, wenn die Menschen die Religion eigentlich nur nicht mehr praktizieren, nicht mehr leben. Und man kommt mit einer Praxis, einer intensiven Praxis einer Religion, dann schürt das bei Menschen Ängste. Deshalb denke ich, wenn wir zusammenkommen, dass wir auch, vielleicht das bewegt auch die Christen, sich auch intensiver mit ihrer eigenen Religion zu beschäftigen. Weil ich denke, ein Mensch kann nicht säkular sein, also ein Christ, ein Muslim. Wie kann ein Muslim oder Christ nur diesseits bezogen sein? Geht nicht. Das heißt, aus dem können wir alles entnehmen, dass Sie doch dafür plädieren, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Christen und Moslems hier in Europa möglich ist? Das ist nicht nur möglich, das ist ein Muss. Und wir schaffen es. Wir müssen nur den richtigen Dialog auf Augenhöhe betreiben. Und wieso sollen wir es nicht schaffen?